Herzlich willkommen in der Autohive Man Cave. Ein kleiner Witz, den nur die Leute verstehen, die hier regelmäßig zuschauen. Ich komme hier heute rein und was sehe ich? Das ist quasi ein Video, was ich in einem Video drehe. Was so ein bisschen wirr ist. Ich bin gerade dabei, mein Body Control Module zu reparieren, beziehungsweise ich habe es getauscht. Ich hatte ja eine Fehlermeldung, tralala, dazu gibt es ein eigenständiges Video. Bloß immer, wenn du irgendwie ein Problem hast mit dem Range Rover und irgendwie nachliest, kommt da relativ schnell, sag mal, wie alt ist eigentlich deine Batterie? Hast du die Batterie schon geprüft? Ist die Batterie? Und da meine Batterie sich ja unter anderem schon einmal totgestanden hat, habe ich mich jetzt entschlossen, ich kaufe einfach eine neue. Also bin ich heute, es ist der 31.12. Nummer juste zur ATU gefahren, ne? Billigste Baustelle der Welt, und habe mir eine gute Waterbatterie gekauft, ne? Schön 100 Amperestunden, so muss das sein. Und die ersetze ich jetzt durch die Batterie, die ja eh im Auto schon ist, die eh zu klein ist, meines Erachtens, und keine Marke ist, die ich kenne. Also, let's go, ich nehme euch natürlich mit, auch wenn das jetzt hier kein Hexenwerk wird für euch Schrauber da draußen. Für mich persönlich ist das natürlich ein Hexenwerk, was ich jetzt hier veranstalte. Eine Batterie tauschen, Digga. Ja, der erste Schritt ist natürlich einfach, Haubenzug gezogen und schon warm hier drunter. Und jetzt hatte ich beim letzten Video oder im vorletzten Video bei der Bestandsaufnahme ja gesagt, Mensch, das ist aber wenig, ne? Da hat man mir gesagt, ja Jan, du musst doch einfach nur die in den Service-Modus stellen, die Klappe. Bloß, wie geht das? Ja, was man also machen muss, ihr seht ja hier die Haube. Die Haube wird einmal gehalten von dem Stoßdämpfer und hier hinten von dem Gelenk. Und wir schrauben jetzt den Stoßdämpfer ab. Und zwar nicht schrauben den ab, sondern knipsen den quasi nur ab. Das obere Stück nehmen wir, weil wenn wir es unten machen, kann es ja passieren, ne, dass die Haube dann zufällt und das hier groß lang schrabbelt. Den legen wir einfach rein und so kann das dann nicht passieren. Also einmal den Kameraden und auf der anderen Seite auch nochmal. Und zwar müssen wir jetzt hier so einen Splint lösen. Ich zeige euch das mal auf der anderen Seite. Habt ihr was vorbereitet? Und hier ist jetzt quasi so eine Art Sprengring. Da kann man mit dem Schraubenzieher reingehen und den dann hier so anheben. Und wie gesagt, nicht bei den unteren, aber hier kann ich es halt schön filmen, sondern bei den oberen macht man das. Da ist mal ein bisschen Licht gelegt, ne, damit ich ein bisschen besser sehen kann. Jetzt kommt das natürlich wieder hier ganz extrem blöd zum Tragen, dass ich ohne Brille quasi nichts sehe. Splint ein bisschen angehoben. Und dann hat sich das Ganze auch schon gelöst. Und ich kann die Haube jetzt, merkt man aber schon, ne, kommt jetzt quasi und will zugehen. Das weiß er aber gar nicht. Kann man aber schön auf der Schulter sitzen lassen im Prinzip. Ja, komm. Reicht das schon? Ups, ja, das habe ich auch. Legen wir den auch noch hin. Und jetzt kann ich die schön aufstellen. Zum Sichern hat man auf beiden Seiten jetzt hier nochmal so einen kleinen Blechstreifen. Ich glaube, der hier ist noch nie so bewegt worden. Und den kann man jetzt hier rüberschieben, bis der dann hier einrastet. Und jetzt kann die Haube auch nicht mehr zufallen. Oh, und türmt sich hier schön auf, ne? Ja, jetzt können wir uns um die Batterie kümmern. Die sitzt ja hier. Ich habe euch auch schon mal gezeigt. Und jetzt werde ich erstmal hier die Pole lösen, ne? Nein. Ja. So sieht das aus, wenn man alles ausgebaut hat und aber vergessen hat, vorher Aufnahme zu drücken. Ne? Alte Batterie ist draußen. Jetzt kann ich euch nur teilhaben lassen, wie ich die neue einbaue. Aber gut, komm, gehupft wie gesprungen. So. Mal gucken, dass das einigermaßen hinhaut. Kabel wieder drum rumziehen. Ja, aber beim Einbauen irgendwie einfacher. Nein. Also. Ja, fast einfach. Ne? Mal gucken. Nicht, dass wir hier irgendwas
Vor allen Dingen muss ich hier die Batterie wieder sichern hier mit diesen Stücken. Plättchen liegt, Schraube kann ich anziehen. Komplette Werkzeug kommt aus der kleinen Stahlwille-Box, die ja in dem Adventskalender drin war, den ich letztes Jahr, glaube ich, bekommen habe. Ne? Ja, noch nicht ganz festziehen. Alles andere Ding muss ich ja auch noch hinkriegen. Ne? Wenn wir was gelernt haben, dann immer Schrauben nicht sofort voll festziehen. Aber halt auch nicht vergessen, sie später voll festzuziehen. So, zweites Plättchen. Ein bisschen mehr Licht hier mal. Also ich habe das andere erstmal nur so angesetzt halt, ne? Ich wusste, dass das falsch rum ist. Mann, ey, das ist aber wirklich, meine handwerklichen Fähigkeiten beschränken sich darauf, dass ich Anweisungen befolgen kann, aber nicht, dass ich mir Sachen auch nur 2 Minuten merken kann, ne? Aber es macht natürlich auch viel mehr Sinn, wenn die da richtig klemmen. Schrauben wir die Batterie mal fest. Jetzt können wir die auch anwumsen. Jetzt passiert ja nichts mehr. So, und jetzt brauchen wir die Zehnernuss wieder. Wir können jetzt hier erstmal den Pluspol draufsetzen. Und anziehen. Dieses kleine Kabel, von dem ich immer noch nicht weiß, was es ist. Aber das nehmen wir natürlich trotzdem erstmal wieder mit. Da können wir uns später drum kümmern, was das im Einzelnen ist. Boah, schon wieder eine Mutter angesetzt, ohne schief. Ohne sie schief anzusetzen. So. Das sollte reichen. Jetzt einmal Funkenflug, genau, für den Massepol. Und fertig ist. Ja, hier, das ist der kleine Stahlwillekasten. Mehr brauchst du eigentlich nicht für solche Kleinigkeiten halt. Ne? Wirklich praktisch, weil hier Kreuzschlitz auch noch dabei ist. Alles an dich da. Und hier nochmal der Beleg. Da unten, die Kameraden hatte erst Probleme, die festzusetzen. Masse und Plus ist alles angeschraubt. Die neue Batterie ist am Start. Jawohl. Ja, und jetzt die Haube natürlich auch wieder richtig festzustellen. Mal gucken. Einmal gegen, dann kann man dieses Ding auch aushängen. Okay. Da hält sie noch. Und hier jetzt wieder einmal gegenklappen und aushängen. Und jetzt kann sie ja kommen. Komm, 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 komm. Bis ich dann hier den Kollegen wieder einhängen kann. Ich wollte gerade sagen, und der Splint sich da wieder reinsetzt. Den suche ich gleich mal. Nehmen wir erstmal diesen Kameraden. Achso, den hatte ich nur hochgeschoben. Gut. Einen kleinen Schraubenzieher. Kleiner Schraubenzieher, sprich, schreib, ich lieb dich in den Himmel. Oh, das liebe ich ja immer. Werkzeug verlieren, ne? Boah, ich hab da keinen Bock zu. Achso, in der Hosentasche, okay. Kann man machen. Sitzt. Ja, sitzt auch. Das wollten wir gar nicht mitnehmen.
So. Ja, ich glaube, es fällt euch gar nicht auf, Kinder, dass ich hier überhaupt nicht lippensynchron bin, weil ich nämlich vergessen habe, Ton aufzunehmen. Ist so ein bisschen blöd, was soll ich machen? Kann ich aber auch nicht ändern. Ich weiß auch nicht, was ich da gerade erzähle, aber ich spreche einfach mal was rüber, was so ähnlich aussieht halt. Ne? Gut, zurück zum Range Rover. Was wichtig ist, wenn man die Batterie abgeklemmt hat, dann muss man die Lenkung neu anlernen, den Lenksensor. Das macht man, indem man das Auto startet und sofort komplett nach rechts lenkt. Wenn das erfolgt ist, wieder komplett nach links lenken und wenn das erfolgt ist, dann wieder in die Mittelstellung. Gibt kein Piep, passiert auch nichts, ist dann aber tatsächlich so fertig. Ich habe mir danach nochmal die Mühe gemacht und habe alle, wirklich alle Bereiche neu ausgelesen, Fehlerchen ausgelesen. Da war noch einiges, zum Teil halt ja, vom alten Steuergerät, glaube ich, noch. Aber am Ende des Tages hat das geklappt. Ich habe alles zurückgesetzt. Und jetzt bin ich halt echt bolle gespannt, richtig gute Laune, ne? Keine Fehlermeldung mehr. Aber ich bin auch ein bisschen skeptisch, ne? Auch wenn ich so dämlich grinse, weil ich weiß ja, es kann da noch was passieren, was mir da nicht so gut gefällt. Ja. Das ist er, ne? Der Range Rover. Was soll ich sagen? Jetzt ist aber mal Schluss hier mit dem Backen, ne? Ich fahr jetzt einfach. Und sag noch tschüss, bis dann, euer Jan. Ja. 43 Kilometer hat es gehalten, ohne Fehler, und jetzt bin ich wieder auf dem Stand, den ich vorher hatte. HDC inaktiv, Niveauregulierung inaktiv, ABS Leuchte, Warnleuchte, Warnleuchte. Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das Problem bleibt also mit der neuen Batterie. Radio funktioniert noch, aber ich bin schon ein bisschen traurig. Also ich hatte richtig gute Laune bis eben, gerade noch, wie gesagt, Kilometer 43, bing, bing, da ging alles an. 43 Kilometer für sorgenfrei gefahren und jetzt habe ich den Salat wieder. Aber gut, ich kann es nicht ändern, ich wollte es nur nachgeschoben haben, also auch die neue Batterie hat die Probleme hier nicht vollends gelöst. Ja, mir ist durchaus bewusst, dass sich das eben hier so gar nicht gut anhörte. Ich war auch richtig frustriert. Eigentlich war das noch die sehr, sehr freundliche Ausgabe von ich schmeiß gleich alles hin, ich bin richtig, richtig sauer. Ich hatte mir aber das also mein Notebook mitgenommen und auch den Onboard-Diagnose UBD-Stecker halt, ne? Ja, wenn wir mal Eselsbrücke haben. Und habe dann nochmal alle Fehlerchen gelöscht, die da waren. Und seitdem fahre ich völlig problemfrei. Ich bin jetzt noch nicht so weit, dass ich sage, läuft alles. Ne? Ja, richtig gute Laune, sondern man ist natürlich ein bisschen skeptisch. Ich glaube aber in der Tat, dass der immer noch so ein bisschen lernen musste. Ne? Anlernen. Irgendwie, das macht für mich überhaupt keinen Sinn, weil ich ja bisher immer nur ältere Autos hatte, die noch nichts lernen konnten. Die konnten das oder konnten das nicht. Aber jetzt ist es tatsächlich so, die Spiegel lassen sich wieder anklappen. Ging vorher halt auch nicht. Ne? Und klar, hinten die Tür, das ist immer noch, das scheint ein mechanisches Problem zu sein. Aber ich fahre jetzt, ich glaube, 50 oder 60 oder 70 Kilometer ohne Probleme, ganz ohne Probleme. Und somit bin ich erstmal guter Dinge, dass es das auch war. Schauen wir mal. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.